Moin, sind die Füchse da draußen und willkommen zurück hier im Fuchsbau. Ich bin euer Blaufuchs und begrüße euch wieder recht herzlich zurück zu The Witcher 3 Wild Hunt. Wir sind immer noch fleißig am Hexeaufträge machen und sind gerade dabei, den mysteriösen Spuren zu folgen, die von einem großen, sehr großen Wesen stammen, wie Geralt soweit erstmal rausgefunden hat. Groß, sehr groß. Können wir auch nochmal machen. Dann sagt er das, glaube ich, nochmal. Na? Ne? Sagt er nicht mehr? Na gut, okay, wir fahren. Richtig groß. Oh je, verdammt. Verdammt groß. Okay, das gefällt mir aber so gar nicht. Na gut, mal gucken, was das denn Feines ist. Es ist den Baum hochgeklettert, so wie es aussieht. Kratzspuren. Musst du nicht mal irgendwas sagen, Geralt, irgendwie? Von wegen, oh, es ist den Baum hochgeklettert oder irgend so ein Scheiß. Nein. Geralt sagt nichts. Und damit alles. Ach, da. Hat ganz schön viel Fell am Stamm gelassen. Der Geruch ist noch da. Sehr gut, dann können wir jetzt dem Geruch folgen. Da. Folgen wir dem Duft des großen, sehr großen Wesens. Da entlang. Wir fahren durch den Wald. Okay, mal schauen. Jawohl, jawohl, jawohl. Was liegt hier rum? Stinkt nach Bierscheiße. Oh. Ja, alt und vertrocknet. Der Bier ist schon länger in der Gegend. Dicker, lecker, großer Haufen Scheiße. Ich muss einen anderen Weg finden. Okay, so kommen wir da nicht rein. Oh, jetzt mit einem Bier kämpfen, da habe ich ja richtig Bock drauf, ne? Also das macht natürlich Laune. Das sage ich euch jetzt schon. Finde einen Weg in die Höhle. Ne? Mal gucken. Vielleicht kommen wir irgendwie von oben rein oder so. Mal sehen. Was haben wir hier? Hier sind auf jeden Fall irgendwie Gräbers. Da ist irgendwas. Zutaten. Raunenwurzel. Hat da jemand Gräber gebuddelt über einer Höhle? Das ist ja total schlau. Hier wird bestimmt irgendwo... Oh, da, Eingang. Er hat Eingang gesagt. Wo ist Eingang? Oh, da ist Eingang. Heieiei, da wäre ich beinahe reingefallen. So, natürlich sind wir vorbereitet. Wir schauen mal gerade bei einem Bies, was wir da denn so nehmen können. Geister ist das nicht. Hybriden. Das war unsere Salma. Brauchen wir auch nicht. Sektoiden, nee. Konstrukte. Das Bienenphantom. Aber man muss ja sagen, es ist doch einiges an Gegnern da, ne? Okroide, Eistroll, Felstroll, Neckar. Da ist auch kein BS. Vielleicht ist es bei Relikte. BS, Unhold. Samumbombe. Teufelsbovist. Und Reliktöl. Mal gucken, ob wir Reliktöl haben. Und Samenbombe. Inventar. Gehen wir mal schauen. Samum, Samum, Samum. Haben wir sowas? Natürlich nicht. Schlecht. Haben wir den Relikt? Beast, Cursed, Draconard, Insektoid, Ogrid, Spectre, Necro, bla. Relikt. Ja, immerhin. Zwar nur das Normale, aber besser als nichts. Wir müssen uns nur kurz entspannen, denn unser Schwert ist noch eingeölt. Und ich glaube, wenn wir kurz entspannen, ist das Öl eigentlich weg. Nein, falscher Knopf. Zack, Inventar. Nein, das Öl ist noch da, aber ich hoffe, wir können einfach neues Öl drüber schmieren. Relikt. Ja, sieht ganz danach aus. Das ist doch schon mal gut, das hat geklappt. Natürlich speichern wir kurz mal zwischen, bevor wir uns da hineinbegeben in diese Höhle. Ich, ach da, ich hab Samum. Ist sogar schon ausgerüstet. Tja, wenn man die Augen nicht aufhat, ne? Scheißdreck, ey. So, runter hier. Wupp. Und finde einen Weg in die... Ich habe einen Weg in die Höhle gefunden, aber ich sehe keinen BS. Ich sehe eigentlich nur nichts. Erkundet die Höhle mit Hilfe deiner Hexersinne. Okay. Oh, das hat wehgetan. Geralt, was ist da los? Kurz ausruhen. Oh, das sieht schon tot aus. Noch nicht lange tot. Was es wohl umgebracht hat? Mist, jetzt habe ich alles für ein Bies vorbereitet und dann ist das gar keins. Na, so eine Scheiße. Blutige Feldstücke. Das zweite Biest hatte eine andere Farbe. Oh, Scheiße. Ja, das ist ja geil. Also, wir kämpfen nicht gegen einen Bies, sondern gegen irgendwas anderes. Noch eine Spur. Aber sie ist zu klein für einen Bies. Ja, toll. Da habe ich mich mal wirklich fachmännisch vorbereitet, ja. Und dann ist das jetzt gar keins. Das ist ja ein Scheiß. So, was haben wir denn hier? Blut?
Die haben beide viel Blut verloren. Ich sehe hier noch ganz viele Spuren. Willst du sie nicht untersuchen, da? Pfotenabdrücke. Der Kampf hat eine Weile gedauert. Ein Chord, das muss es sein. Ein was? Hat wohl mit dem BS um sein Territorium gekämpft. Ich muss ihn irgendwie herlocken. Bereite Köder mit Hilfe des alchemistischen Rezepts vor. Bestiariumseintrag hinzugefügt. Brüllaffe und Chordköder. Na ja, gut, okay. Mal schauen, ob wir schon alles dafür haben für einen Chordköder. Erstmal schauen, vielleicht decken die sich ja so ein bisschen. Was die. BS und dann Brüllaffe. Ja, Reliktöl, das haut hin. Und Devil's Puff. Haben wir Devil's Puff? Inventar. Devil's. Beast, Thunderbolt. Nö, sieht nicht danach aus. Habe ich viel schon ausgerechnet? Nein. Schade. Na gut. Kriegen wir auch so hin. Bereite den Köder mit Hilfe des alchemistischen Rezeptes her. Alchemie. Einmal gerade gucken. Es ist kein Absud. Es ist auch keine alchemistische Substanz. Bomben. Devils Gedönse. Vielleicht hier irgendwo schon. Da. Devils Puff. Fehlt uns die Grundzutat von Devils Puff. Also wir haben den Original Devils Puff einfach nicht. Na gut. Da haben wir aber immerhin Quest. Chordköder. Alles schon gesammelt, sehr gut. Dann können wir das einfach herstellen. So. Verteile den Köder. Gegenstände. Du hast einen neuen Quest-Gegenstand erhalten. Ich weiß, wie das funktioniert. Verteile den Köder um den Hügel. Ja. Zack. Machen wir. Lü. Inventar. Ja. Wo ist der denn jetzt, der Köder? Wahrscheinlich unter Quest-Items. Würde irgendwie Sinn machen. Andere Gegenstände? Quest-Gegenstände, da ist er. Das kannst du mal dahin packen. So. Und dann wählen wir den aus und dann kannst du mal losduften. Ach, da macht er schon. Na. Geschafft. Da. Das müsste die Aufmerksamkeit des Chords auf sich ziehen. Okay, ja, stinkt auch ganz angenehm, ne? Duftet richtig köstlich. Hier dann auch nochmal. Oder? Geralt, los. Lecker. Chordköder. So. Und dann einmal nochmal auf der anderen Seite. Das ist auch cool, ne? Dass wir uns jetzt hier so einen Köder zusammen gemixt haben. Normalerweise müsste man noch Zutaten dafür sammeln vorweg, aber dadurch, dass wir das etwas, dass ich ja so kleptomanisch alles immer einsammle, hatten wir schon alles. Das ist natürlich dann Glück. Den Geruch dürfte es meilenweit riechen. Nicht nur er wahrscheinlich, ja? So. Und die letzte Runde, da einmal kurz zwischenspeichern, ne? Man weiß ja nie, was da gleich passiert. So. Die Bestie taucht garantiert auf. Ich muss nur in der Höhle warten. In der Höhle? Na gut. Also wieder oben durch die Decke rein. Schon mal eine Bombe ausrüsten. So, hier vorsichtig rein. Abrollen diesmal bitte. Jawoll. Dann machen wir hier nochmal ein Zwischenspeichern. So. Warte in der Höhle, bis der Chord die Witterung aufnimmt. Njups. Mal gucken. Wenn so ein Fettvieh in die Höhle reinkommt und... Oh, du siehst ja ekelhaft aus. Komm schon. Moin. Wählen sagen, aus dir mach ich Hackfleisch. Hast du gehört? Aus dir mach ich Hackfleisch. Oh, hat mich getroffen. Warum? Oh, ei. Heilt der sich? Der heilt sich. Was ist los mit dir? Oh, scheiße. Wir sollten ihn nicht frontal angreifen. Das ist nicht gut. Jetzt aber. Und weg.
Eieiei, das ist zu eng, Geralt. Geralt, es ist zu eng hier drin. Warum kannst du das nicht einsehen? Oh, du kommst auch nicht weg dann, ne? Also wenn er mich einmal hat, hat er mich. Ach, Scheißdreck. Da hat's gerade einfach nicht hingehauen mit dem Hin- und Herdrehen. Oh, oh, Scheiße. Das war knapp. Oh, Mist, warum hast du nicht getroffen, Geralt? So, wir müssen mal kurz uns erholen. Jetzt heilt er sich wieder, die Sau. Was ist mit dir denn jetzt los? Er wollte irgendwie wohl einen Ausgang nutzen. Kann ich nicht sehen. Ah. Ich schaff das zeitlich, hau das bei mir nie so gut hin. Du musst... Nach einem langen Wegrollen, dann kurz an seinen Arsch ran. Also mit kurz an seinen Arsch ran, haut nur nicht so ganz hinten los. Jawoll. Heieieiei. Gottes Willen. Aber die Höhle war ein bisschen eng für sowas, ey. Das war nicht der beste Ort, um sowas zu machen. Oh, alles einsam. Geralt, nächstes Mal suchen wir uns einen besseren Ort, um so einen Kampf zu machen. Also Höhle ist nicht gut. Höhle ist nicht gut. Ne? Nur, dass du weißt. Höhle lassen wir. Höhle ist nicht gut. So, wie komme ich denn aus Höhle wieder raus jetzt? Hol dir deine Belohnung für den Chort ab. Jawohl, 200 Meters. Fuß. Schritt. Ich habe keine Ahnung. 200 Längeneinheiten noch. Komm her. Müssen uns auch mal wieder auf Plätze setzen, die Arme. Oder der Arme. Sie heißen immer Plätze. Wurde ja schon lange nicht mehr verwendet. Das klingt irgendwie nicht gut. Geritten. Nee, ja, doch. Das geht noch klar. So, da entlang. Einfach durch den Wald heizen. Hier ist 100, ne? Das ist über Land. Das läuft. Du hast einen Beruf. Was habe ich? Nicht so schnell, Plätze. Was hat er gesagt? Ich habe einen Beruf und das bedeutet weniger Beruf für mich. Es ergab sehr viel Sinn. Ein sehr, sehr logischer und was denn? Durchdachter Satz. Moin! Ich will dich ja gar nicht stören. Ich habe deinen Auftrag erledigt. Es freut mich, dass es dich freut, dass ich wiederkomme. Im Wald in der Nähe war ein Chort. Der hat mit einem Bies um sein Territorium gekämpft und ist aggressiv geworden. Ein Chort? Ein Bies? Was wollen die von uns? Kommen da noch mehr? Nicht mehr. Gehen sie gegen unser Dorf? Wohl kaum. Ich halte die Augen offen, ob da draußen noch mehr ist. Alles Gute, Hexer. Hier, nimm die Börse. Das ganze Dorf hat gesammelt. Das ist nett von euch, Tom. Danke. Pass auf dich auf. So macht man doch gerne Geschäfte. So, damit wäre dieser Auftrag auch abgeschlossen. Zing. Mysteriöse Spuren. Oh, 400 Erfahrungspunkte. Oh, gut, das war jetzt auch hochstufig, ne? Muss man ja sagen. Da hat jetzt nicht mal unser Mod oder so gegriffen, sondern der Quest war... Ja, in unserem Questbereich Level gedöns. Insofern nicht schlecht. So, dann haben wir noch die gesperrte Stadt. Was ist das? Finde die anderen Partner, die in der Nachricht erwähnt waren und suche nach Schlüsseln. Okay. Ich erinnere mich an diesen Quest nicht. Nachdem Geralt und Triss den Außenposten der Hexenjäger überfallen und Menge getötet hatten, beschlossen... Die Jäger an Magiern und Mutanten aller Art Rache zu üben. Bewaffnete Einheiten schwärmten auf der Suche nach Leuten durch die Stadt, die eine auch nur entfernt okkulten Eindruck machten oder deren Ohren nur andeutungsweise spitz waren. Okay, ich erinnere mich an diesen Quest nicht. Wir sollten ihn vielleicht mal dann beenden. Oder war das irgendwas, was nicht ging, weil es verbuggt war? Wir schauen mal. Bevor wir den nächsten Auftrag machen, machen wir mal das. Machen wir mal wieder ein bisschen Abwechslung. Ich erinnere mich nämlich an diesen Quest so gar nicht und er ist auch schon lange her.
Aber wie wir sehen, sind da auch noch Questmarker von da. Also das geht noch. Sehr merkwürdig. Aber gut, dann machen wir das doch jetzt mal. Kurz mal was anderes, bevor wir dann noch die letzten beiden Aufträge machen. Dann machen wir unten in der Ecke noch die... den Quester. Wir bleiben schön in der Nacht, dann ist auch ruhig. Im ewigen Feuer. Ja, wenn du das sagst. Ich hoffe nicht, ne? So. 88 Fuß haben wir den ersten. Es wird schon Abend. Scheiße! Moin, na? Was macht ihr denn hier? Au! Hau mir auch noch die Fresse! Da habe ich das Maul zu weit aufgerissen. Ja gut, dafür hat er jetzt den Kopf verloren. Das war ja wohl geil. Zack! Und einen weggegeben. Wahnsinn. Ich sollte das nicht mehr machen. Das ist peinlich. So, und ich nehme auch noch mit. Alles loopen. Finde die anderen Partner. Was für Partner? Ja, wir gehen mal gucken. Es scheint wohl irgendeine Einheit zu sein, die hier rumläuft und das irgendwelche Feuer beschützt uns Elfen und Co. belästigt. Was ist hier los? Oh je. Wir sind zu spät. Herz entfernt. Kohlen anstelle von Augen. Mund mit Formaldehyd verbrannt. Vertrauter Anblick. Kommt uns sehr vertraut vor. Brief. Du suchtest einen Diener des ewigen Feuers und ließest dich doch von seiner Flamme blenden. Das war nicht Nathaniel. Verdammt. Das ist ja geil. Ihr erinnert euch noch? Wir hatten ja... Jetzt weiß ich auch, was hier los ist. Wir hatten doch nach dem Mörder... Der Mörder, der Priscilla angegriffen hat. Und sie verätzt hat und so weiter. Und dann hatte ich ja den Falschen beschuldigt, falls ihr euch noch erinnert. Das war nämlich nicht der. Das hat Kurin ja dann auch unter dem Video noch kommentiert. Für alle, die den Spoiler gelesen haben. War gut gekennzeichnet, also keine Angst. Und jetzt geht's hier weiter. Das ist natürlich cool. Das ist natürlich cool. Weil ich bin ja seinerzeit einfach massivst schnell in das Gebäude gestürmt, habe ihm eine Bombe zugeworfen. Er ist explodiert noch die und dann würde das wohl passen. Er konnte ja gar nicht mehr reden. Deswegen kam da auch nichts mehr. Dann wollen wir mal suchen, ob wir hier noch was finden. Muss ich hier drin suchen? Wo muss ich suchen? Alles mitnehmen. Aber ich glaube, hier sind wir nicht richtig, weil da sitzt einfach jemand, der hier schläft. Aber wir gehen trotzdem mal nach oben. Wir können mal suchen gehen. Ich finde die Questbeschreibung nur etwas sehr merkwürdig. Findet die anderen Partner. Da schläft nur jemand. Moin, moin. Roggenschnaps. Die wilde Jagd. Ich habe schon so viel Literatur, glaube ich, bei mir dabei. Ich kann eine eigene Bibliothek aufmachen. Das ist auch der Plan, wenn es mal mit dem Hexer-Dasein nicht mehr so läuft, machen wir Bibliothek auf und verleihen einfach Bücher. Das ist gut. Oh, da machen wir mal eine kleine Hechtrolle. So, dann schauen wir uns mal hier um. Wir müssen noch irgendwo... Irgendwo muss hier noch was sein. Ja, ne? Hier ist noch was. Ah, guck mal, das sieht gut aus. Schon lange tot. Verdammt. Die Jäger sind mir zuvor gekommen. Okay. Suchen wir mal nach Schlüssen. Käse. Wir können auch noch mal die Nachricht des besorgten Bürgers lesen. Vielleicht steht da inzwischen was anderes drin. Da. Was das Feuer in Asche verwandelt hat, kann der Mensch nicht mehr richten. Deshalb können wir, da wir der Kirche unsere Seele verschrieben haben, unserem heiligen Glauben niemals entsagen. Alle, die die Wärme der heiligen Flamme kennen und sich dann davon abwenden, begehen eine Sünde, die tausendfach schwerer wiegt, als würde ein unwissender Mensch auf unseren Glauben spucken, ohne ihn zu kennen. Diese Abtrünnigen werden einen langen und schmerzlichen Tod und ewige Qualen im Leben nach dem Tod erleiden. Ein besorgter Bürger. Ist das nicht das Unwort des Jahres geworden? Besorgte Bürger? Irgendwie sowas in der Art. Igni-Runen. Schnaps. Noch mehr Schnaps. Erstmal Licht ausmachen. Ja, sieht auch gleich viel besser aus. Johann, ist gut. Ist gut. Jo. Zack. So, der Hahn kräht. Dann machen wir hier eben fix einen Break und kümmern uns dann im nächsten Part weiter um den Mörder. Ich hoffe, wir werden ihn dann diesmal auch richtig finden. Ja, diese Menschenleben bzw. Elfenleben hätten wir retten können, hätte ich damals seinerzeit nicht einfach eine Bombe geworfen. Naja.
Guti, ich bedanke mich erstmal bei euch fürs Zusehen. Hoffe, ihr hattet soweit ein bisschen Spaß. Wenn euch das Ganze gefallen oder nicht gefallen hat, lasst entsprechende Däumlein da. Kommentare und Feedback natürlich wie immer gerne unter dem Video posten. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin viel Spaß beim Zocken. Tschüss, euer Blaufuchs.